Ba'Thul. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Hier geschah es, an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hatten. Und als die Stärke Gondors verblasste, zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Ioret! Das war ein perfekter Schlag, um ein Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Dir heil der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast. Huh? Und damit willkommen zu einem neuen Let's Play von Mieter. Ja, aber nicht so viel, Kollege. Ja, verkackter Anfang. Und damit willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir. Wir spielen ein weiteres Action-Game. Wir spielen Mittelerde Mordors Schatten. Ist schon, glaube ich, 1,5 Jahre alt. Aber es ist ein saumäßig geiles Spiel und ich dachte, ich nehme es endlich mal als Let's Play auf. Ja, dass wir die beiden Vater und Sohn erstmal reden. Ich sag gleich ein bisschen mehr, wenn es das Spiel ergibt. Ich glaube, ich schütze dich auch, mein Freund. So, das, was wir jetzt gerade machen, ist eine Hinrichtung. Wir werden in diesem Spiel nämlich reichlich Orks niedermetzeln. Darum geht es. Worum es genau geht, erfahren wir gleich, beziehungsweise werde ich es zum Teil auch gleich erzählen. Erstmal hauen wir die Uruks hier um, oder Orks, je nachdem. Knack, komm her, mein Freund, und ciao. So, wir können auch Gegner greifen. Wow, da hat die Kamera etwas schnell reagiert. Wo haben wir denn mal einen Orki? Hier ist ein Orki, komm mal her. Genau, wir müssen sehr viel kontern. Wenn mal so ein Y erscheint, können wir einen Gegner sozusagen kontern. Also zumindest seinen Angriff abblocken. Töten können wir ihn damit noch nicht. Aber wir können seinen Angriff abwehren. Wenn er am Boden liegt und diese Sterne über dem Kopf hat, können wir ihn theoretisch hinrichten. Bedingung dafür ist nur, dass man uns auch lässt. Das will heißen, dass wir in dem Moment nicht angegriffen werden, weil dann können wir uns den Konter auch sparen. Wild als alle, die wir jemals sahen. Das sind mehr Nordrassen-Uruks. Sie sind gefährlich und es sind zu viele. Geh zu deiner Mutter. Geh zu deiner Mutter und beschütze sie. Ich bin direkt hinter dir. Geh. Ich bin direkt hinter dir und mach die Tür wieder zu. Das ist, ja, weiß gar nicht, was das ist. Wieder eine Rückblende? Ihr seht schon, die ganzen Szenen, die wir hier gerade sehen, spielen zu verschiedenen Zeitpunkten. Der Tod hat dich verstoßen. Huch.
Wer bist denn du? Das ist dann wohl die erwähnte Frau, beziehungsweise Mutter von unserem Sohn. Sie sieht nicht mehr als lebendig aus. Was ist hier passiert? Also, ich kenne das Spiel schon, aber es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Von daher werde ich mich auch erst so ein bisschen an die Sachen erinnern müssen. Rennt die einfach an uns vorbei, das ist ja ungehobelt. Grafisch ist das Spiel auf jeden Fall eine wahre Augenweide. Genau so konnte man schleichen. Im Kampf müsst ihr euch vorstellen, haben wir statt den Blumen einen Dolch in der Hand. Aber das Prinzip ist das gleiche, RT und X. Also bei einem Ork würden wir jetzt den Dolch nehmen und den sonst wohin rammen. Aber in diesem Fall tun es auch ein paar Blumen für unsere Frau. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Hast du meinen Vater gesprochen? Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Guckt euch mal die Grafik an, das ist einfach nur geil. Dir, Hael, wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Ja, so wie wenn ich mich an die Szenen erinnere, die wir noch vor 2 Minuten gesehen haben, dann wird das, glaube ich, nichts. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Das ist sozusagen das Tutorial, was wir gerade spielen. Wir lernen die ganzen Techniken, Konter angreifen, zuschlagen. Jetzt kommt natürlich noch die Schleichattentate. Das ist so eine Mischung aus... Ja, was soll man sagen? Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Sie sind in der Überzahl. Schleichen ist meine einzige Hoffnung. Das ist wie ein Assassin's Creed im Herr der Ringe gewandt, könnte man sagen. Schöne Schleichattentate. Das ist genau das gleiche, was wir eben bei unserer Frau auch gemacht haben. Nur, dass wir in diesem Fall, wie gesagt... einen Dolch verwenden und keine Blumen. Mit Blumen würden sich die Orks wahrscheinlich eher weniger töten lassen. Die würden höchstens vor Sachen umfallen. Steck dein Schwert weg, Waldläufer. Uh-oh. Ah, super. Aua. Wir sind geringfügig verwundet. Oh. Aua. Aua, aua, aua. Ah, unser Sohn wurde inzwischen auch gefangen genommen. Das war unser Sohn. Die Familie hier vor unseren Augen hingerichtet, ganz schön makaber. Und unsere Frau ist auch gemeuchelt. Fehlen nur noch wir. Ja, Game Over, das Spiel ist zu Ende. Das war Mittelerde Mordors Schatten. Nein, natürlich nicht. Nein, das ist nicht Sauron. Wer ist das? Glaubst du mir jetzt, Waldläufer? Was ist mit mir geschehen? Der Tod hat dich verstoßen. Du schreibst
du die Wahrheit sagst. Wie können wir diesen Fluch brechen? Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Handsau. Das war der Gentleman mit den leuchtenden Augen, den wir eben gesehen haben. Mittelerde, Mordors Schatten. Das kommt mir bekannt vor. Talion tötete einen Adligen, Ioret. Sein Leben gehört jetzt Gondor. Vater, wenn du meinen Geliebten auslieferst, werde ich auch sagen, Askon in Notwehr getötet zu haben. Bam! So, und damit nochmal herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play bei mir auf dem Kanal. Wie bereits jeder gelesen hat, spielen wir Mittelerde Mordors Schatten. Ich kann einfach nicht meine Ansprachen machen, das ist grausam. Naja gut, kümmern wir uns erstmal um die Gentlemen hier. So, halte LT gedrückt, um den Fernkampfmodus zu wechseln. Halte LT gedrückt, um einen Schuss aufzuladen. Boom, Headshot. Kein Headshot. Auch kein Headshot. Naja, egal. Die schwarze Hand wollte sie alle tot sehen. Tippe B, um eine Geisterbetäubung auszuführen. Machen wir doch glatt. So. Du sollst für deine Taten leiden. Aber echt, ey. Und eine kleine Hinrichtung, wie wir das eben im Tutorial fleißig geübt haben. Und da ist auch der gute Mann weg. Hallo. Huch. Was haben wir da gemacht? Gehen zu ihm, lade ihn auf einen Kaffee ein. Werd sein bester Freund. So, und wir verhören den guten Mann mal. Das werden wir noch sehr bald machen, sehr oft machen in Zukunft. Und wir... Ja. Hier wird so viel geredet, ich kann gar nichts sagen. Machen wir gleich in Ruhe, wenn wir frei in der Welt rumlaufen können. Das hat so keinen Sinn. Ich hatte einen Sklaven. Der schwört, er hat ihn bekämpft. Verkauft. Ein Fass voll Grog. An ihm, den Sklaven treiben. Dies sind die Hauptmänner von Saurons Armee. Sie erscheinen als Schämen, da du ihre Identität noch nicht kennst. Drücke A, um fortzufahren. Wenn du Feinde verhörst, erfährst du wertvolle Informationen über diese Hauptmänner. Drücke A, um die Identität dieses Hauptmannes zu erlernen. Gimup, der Sklaventreiber, Macht 5. So, wir haben seinen Machtrang erfahren. Er ist Machtrang 5, das ist ein relativer Schwächling. Der Machtrang bestimmt, wie stark der ist. Und wenn wir nämlich einen Hauptmann töten, erhalten wir danach eine Rune. Und die ist, entspricht ungefähr dem Level des Hauptmanns. Ich sage bewusst ungefähr, weil es Möglichkeiten gibt, das Level der Rune, die wir kriegen, noch zu erhöhen. Dazu aber später mehr. Dort sehen wir, wo wir den Gentleman auf der Map finden. Das ist sogar ein Hauptauftrag in diesem Spiel mit Gelb markiert. Und wir markieren das Ziel. Das ist Gimub, der Sklaventreiber, unser jetziges neues Attentatsziel. Wie gesagt, das Spiel hat viel von Assassin's Creed. Schleichen, töten, meucheln. Dann soll das unser Ziel sein. Dies ist korrekt, aber jetzt lass mich endlich auch mal reden, Kollege. Wenn man einem Ork trauen kann, es geht nicht um seine Worte. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. Thank you.
Einführung Aufträge. Es gibt ja noch drei Sorten von Aufträgen. Gelbe sind Hauptaufträge, rote Symbole sind Machtkämpfe, wo wir Macht gewinnen können. Und weiße Symbole sind Nebenmissionen und Runen. Genau, es gibt zwei Sorten. Der Geist von Mordor, das sind diese beiden Schädel, das sind meistens Orkszenen. Und dann gibt es noch Sklaventreiber, also Sklavenquests. Das sind dann Quests, die sich um die unterjochten Menschen im Gebiet um Mordor drehen. Wir haben 260 EP für den abgeschlossenen Auftrag erhalten. Die und Welt hat sich verändert. Ja. Nichts ergibt mehr Sinn. Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Ich verstehe nicht, wieso ich hier bin. Und ich erinnere mich nicht. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten. Boah, was ist das Ding jetzt da unten? Okay, da sollen wir erstmal nicht längst gehen. Ja. Halte den Sklaven auf! Wir spielen jetzt hier, wie ich bereits angekündigt, zum dritten Mal versuche anzukündigen, Mittelerde Mordor Schatten, Spiel des Jahres 2014. Ein Action-Adventure-Hack-and-Slay-Spiel, also ein Assassin's Creed im Herr der Ringe gewandt, könnte man sagen. Und ciao. So, 50 Erfahrung, 10 für einen Urukrieger und Nummer 40, weil wir eine Schleichtötung gemacht haben. So, das ist die Map in diesem Spiel. Hier haben wir Aussichtspunkte, zu denen wir schnell reisen können. Schmiedetürme heißen sie, aber Assassin's Creed, ich habe so viel Assassin's Creed gespielt, ich nenne die einfach Aussichtstürme. Dann werden die entsprechenden Gebiete synchronisiert. Hier gibt es solche Sammelobjekte, Ifilin. Nebenmissionen für den Dolch in diesem Fall. Und hier gibt es noch Sammelobjekte. Ich würde sagen, wir gucken uns hier einfach erstmal ein bisschen um. Obwohl ich würde sagen, wir nehmen erstmal den Schmiedeturm hier mit, um die Map ein bisschen aufzudecken. Ganz wichtig, Map erkunden. So. Hier noch, was ich auch nochmal zeigen kann, fällt mir gerade ein. Nein, falscher Knopf. Dieser ist es. Das, was ihr hier seht, ist Saurons Armee. Das sind die Hauptmänner. Also ich zähle mal kurz durch. 3, 6, 8, 16, irgendwie 21 oder so an der Zahl. Und dort hinten im Hintergrund, nur als schwache Schemen zu erahnen, sind Häuptlinge. Das sind alles Hauptmänner, die befinden sich irgendwo auf der Map. Wir wissen zum Beispiel nur hier gerade von Gimub, dem Sklaventreiber, dass er dort ist. Beziehungsweise von Redback, dem Feigling, dass er dort hinten ist. Wir können jetzt zum Beispiel auch... Können wir die Informationen? Nee, können wir nicht. Das ist Redback, der Feigling. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel rechts Schwächen. Er hat Angst vor Fliegen, Angst vor Grauks, Angst vor Ghoulen. Wenn wir Informationen über Hauptmänner sammeln, sammeln wir nebenbei auch noch Informationen über deren Schwächen, Stärken, Immunitäten oder Anfälligkeiten und dergleichen mehr. Dass der uns nicht bemerkt. Ich wollte, das war eine Schleichtötung. So lächerlich. So, das ist der Schmiedeturm. Den können wir eigentlich nur in der Geisterwelt betreten. Wir sind nämlich, wie ihr schon gesehen habt, mit einem Geist verbunden, von dem wir eigentlich noch nicht wissen, erstens, wer er ist, zweitens, wo er herkommt und drittens, warum er ausgerechnet bei uns ist. Eine weitere Frage, die sich uns noch stellt, ist, warum sind wir nicht tot, obwohl man uns... Die Türme erstrecken sich vom Gestern in das Morgen. Warum sind wir nicht tot, obwohl man uns die Kehle durchgeschnitten hat? So, viele Fragen, keine Antworten bisher. So macht das Spaß, das dürfen wir nämlich jetzt alles im Laufe der Zeit herausfinden. Hier soll irgendwo ein Symbol sein, das wir einsammeln können. Ich gucke mich einmal um. Da oben klebt es. Und das sammeln wir in RB einmal ganz schnell ein. Ihr seht schon, da entsteht ein Puzzlebild. Wir haben 1 von 32 in diesem Spiel. Dauert also noch, bis wir das fertig haben. Das ist Ithildin, Sternenmond. Es wurde aus Mithril geschmiedet und trägt die Erinnerung an alte... Achtsamkeit, ja, das ist wie in Assassin's Creed. Eine gelbe Anzeige über dem Gegner sagt, er ist... Oder verdorben sein. Eine gelbe Leiste über dem Gegner sagt, er ist aufmerksam. Eine... Okay, verhören wir den erstmal. Wir sammeln natürlich Informationen, weil warum sollten wir das machen, wenn, um den sozusagen gefangen nehmen, wenn wir ihn auch töten können, wollen. Das könnten wir auch so machen. Wir sammeln Informationen, ja, einfach über den Hauptmann. Wer ist denn das? Ara Finkfuß. Befindet sich dort hinten, auch Macht Rang 5. So, ich wollte den Ork eigentlich meucheln, aber gut, Talion hat ihn jetzt gegriffen. Wir heißen Talion, das kam, glaube ich, schon oft genug zur Geltung. Hier ist jetzt noch ein bisschen Krawall.